Ja, hallo ihr Lieben, Ralf hier von Living to Go. Kennt ihr schon den kostenlosen Stellplatz beim Kloster Arnsburg? Ist gleich bei Muschenheim? Nicht? Solltet ihr aber unbedingt kennen. Zeige ich euch. So schaut es hier aus. Ein riesengroßer Platz, geschottert, ja, leicht abfallend. Für mich absolut in Ordnung. Ich habe ja keine Keile dabei, kann hier super gut stehen. Ich habe hier übernachtet die letzte Nacht. Sehr ruhig, sehr gut geschlafen. Hundertprozentig zu empfehlen. Ja, hier ist die Versorgungsstation. Hier könnt ihr kein Brauchwasser ablassen, aber ihr könnt die Toilette entleeren. Ja, hier ist die Klappe. Aufmachen, reinschütten, zumachen. Schön. Frischwasser gibt es hier für 1 Euro, ca. 90 Liter. Absolut perfekt und in Ordnung. Ja, und Strom kriegt ihr hier auch. Sind hier 6 Steckdosen. Einmal gleich 4 hier und da drüben, wo ich stehe, sind auch nochmal 2, zeige ich euch. Ja, 1 Euro reinstecken und da bekommt ihr 2 Kilowatt. Hier Sprache auswählen, welche Säule ihr haben wollt, dann OK drücken und Geld einwerfen. So, hier ist die zweite Säule. Hier sind also auch nochmal 2 Steckdosen. Sehr ordentlich. Ja, man darf nicht vergessen, man steht hier total kostenlos. Und die Gemeinde hat trotzdem dafür gesorgt, dass man nicht so ein langes Kabel braucht. Also klar, wenn man da ganz hinten steht. Aber das ist ja, glaube ich, auch ein Parkplatz. Die Stellplätze sind ja hier vorne. 6 Stück sind ausgewiesen. Wenn man aber da hinten steht, macht das sicherlich auch überhaupt kein Problem. Ja, das ist also hier so eine Sport- und Kulturhalle. Und da hinten ist ein Bolzplatz oder ein Fußballplatz. Ja, und dann könnt ihr hier ist dann der Stellplatz. Sauber, ordentlich. Aber natürlich können hier auch sportliche Veranstaltungen sein oder ja, kulturelle Veranstaltungen. Zum Beispiel, keine Ahnung, ob die Karneval feiern oder sowas. Dann ist hier natürlich ein bisschen mehr los. Aber jetzt an dem Wochenende hier, schöner Oktobertag, kann man sich pudelwohl fühlen. Was auch richtig klasse ist, hier gibt es einen WLAN-Verteiler. Ihr könnt euch also einfach hier einwählen, kostenlos. Ganz gutes WLAN, also Netflix-Videos oder auch mal ein YouTube-Video, zum Beispiel von mir, kann man hier sehr, sehr gut gucken. Also, Wahnsinn, wird manche Gemeinden so tun, ne? Also fehlen mir echt die Worte. Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Rad- und Wanderwege. Ne, ihr seht, Muschenheim ist hier nur knapp einen Kilometer weg. Und dann gibt es hier das Kloster Arnsburg, ist auch nur einen Kilometer weg. Und Lich ist die nächste größere Stadt. Da gibt es übrigens auch noch einen kostenlosen Stellplatz. Und ich glaube, den zeige ich euch auch noch mal in einem der nächsten Videos. Ja, da hinten ist das Kloster, zeige ich euch gleich. Und davor ist aber noch ein großer Parkplatz. Und unter der Woche kann man hier vielleicht auch ganz gut stehen. Aber von mir habt ihr das nicht.
guck mal, was für ein Knusperhäuschen hier. Ne? Mein Gott, manche Menschen leben schon toll. Hier nochmal einen kleinen Rundblick von hinter der Alzbeck-Halle. Also hier ist schon wirklich viel schöne Gegend. Toll mit diesen Wolken, ne? Oder? Ich finde es super. Ja, links von der Alzbeck-Halle, Sporthalle, da gibt es auch ein kleines Sportheim. Nennt sich zum Tannenwäldchen. Kann man sicherlich auch was essen, nur jetzt nicht. Also hat halt zu. Schade. Hätte ich jetzt gern Schnitzel gegessen. Ja, was soll ich sagen? Mir gefällt es hier sehr gut. Habe hier sehr gut geschlafen. Wird auch noch eine Nacht bleiben. Schöne Umgebung. Ne? Wie gesagt, kann man schön Radfahren. Kann auch schön wandern. Mit für Hundebesitzer ideal. Das Schloss ist ganz schön. Das ist so ein Kilometer weg. Da kann man mal schön hinlaufen. Hat man so ein kleines Ziel. Ja, hundertprozentig zu empfehlen. Seid ihr hier in der Gegend, könnt ihr hier bedenkenlos übernachten. Bis dann. Tschüss.